Ja, wir sind von der Deutschen See und von NetShops. Wir haben im November letzten Jahres den Deutsche See Lieferservice gelauncht. Das ist der erste Frischfisch-Lieferservice hier in Deutschland. Und wir wollen Ihnen einfach mal kurz vorstellen, was ist das Besondere an diesem Lieferservice für ein so hochkomplexes Produkt wie Fisch? Und was sind die technischen Highlights und das Besondere auch für den Konsumenten? Ganz kurz, wer ist die Deutsche See eigentlich? Die Deutsche See ist Deutschlands Marktführer für frischen Fisch, Meeresfrüchte und Spezialitäten rund um Feinkost und tiefgekühlte Spezialitäten. Wir beliefern Gastronomen, den Lebensmitteleinzelhandel, aber auch Caterer und Betriebskantinen mit frischem Fisch und jetzt erstmals auch nicht den Endkunden. Dazu haben wir 3 Manufakturen in Deutschland, die alle in Bremerhaven sitzen. Wir haben über 20 Niederlassungen, an denen wir die Ware ausliefern und über 600 Mitarbeiter, die im Einkauf, im Verkauf und in der Manufaktur und in Auslieferung tätig sind. Wir haben ein ganz großes Problem festgestellt in Deutschland. Das ist nämlich die Angebotsproblematik von frischem Fisch. Gerade in südlicheren Regionen und in kleineren Orten ist es wirklich schwer, frischen Fisch zu bekommen. Teilweise müssen die Kunden 20, 30 Minuten mit dem Auto fahren zum Fischhändler und wissen gar nicht, ob sie den frischen Fisch überhaupt vorrätig haben. Dieses Problem wollen wir lösen mit unserem Deutsche See Lieferservice. Und unter dem Motto verkaufen wir verschiedene Produkte, die ich Ihnen einmal ganz kurz vorstellen möchte. Das sind einmal ganze Fische, die frisch zum Kunden nach Hause geliefert werden. Räucherfischspezialitäten, die wir von Hand in unserer Manufaktur in eigenen Räucheröfen räuchern. Das sind edle Filetportionen, die wir von Hand filetieren und exakt in Form und Gewicht schneiden. Das sind tiefgekühlte Meeresspezialitäten, die wir aus der ganzen Welt einkaufen und dann tiefgekühlt zum Kunden versenden. Aber wir haben auch eine Feinkostmanufaktur unter der Marke Beek, wo wir Feinkostsalate direkt an den Kunden auch ausliefern. Genau, und um den Endkunden jetzt auch zu erreichen, haben wir einen ganz neuen Online-Shop gelauncht, zusammen mit der Agentur NetShops aus Hamburg. Und Stefan Sobczak wird Ihnen diesen Shop einmal kurz vorstellen. Genau, herzlich willkommen auch von mir. Mein Name ist Stefan Sobczak, ich bin Geschäftsführer der NetShops Commerce GmbH aus Hamburg. Wir sind eine reine E-Commerce und eine reine Shopware-Agentur. Also alle Shops, die wir bauen, bauen wir auf Shopware. Wir sind aktuell ein Team von 13, 14 Leuten. Und gerade Mitte letzten Jahres haben wir unsere volle Energie in diesen Online-Shop gesteckt. Wir hatten neben der rein technischen Realisierung die Herausforderung, gemeinsam mit Deutsche See einen Imagewechsel zu gehen. Also neben dem Online-Shop wurde auch die Unternehmenswebsite relaunched und gemeinsam mit der Deutschen See haben wir hier eine sehr, sehr hochwertige Zielgruppe, die wir erreichen. Und so entsprechend musste der Online-Shop auch aussehen. Das, was wir sehen, ist ein nicht sehr klassisch aufgebauter Online-Shop. Also die reinen Usability-Kriterien, die dürfen aufgrund der großen Marke und der großen Produktvielfalt ein wenig in den Hintergrund rücken. Aber dafür haben wir entsprechend andere Sachen in den Vordergrund gerückt an der Stelle. Wir haben von Anfang an darauf geachtet, dass der Shop responsive designed ist. Was mit Shopware eine Herausforderung war, weil die Basis für diese Umsetzung bisher noch nicht sehr ausgereift ist, so haben wir ein eigenes Foundation Framework drumherum gebaut und konnten damit sehr, sehr effizient die einzelnen Ansichten der mobilen Endgeräte bespielen an der Stelle. Und zwar die mobile Ausrichtung sehr, sehr wichtig, weil wir bereits im Vorfeld anhand Tracking-Zahlen festgestellt haben, dass der Aufruf der Seiten auch vorher oder auf der Unternehmenswebsite über mobile Endgeräte stetig zunimmt. Wir haben hier eine sehr, sehr hochwertige Zielgruppe, die abends entsprechend auf ihren Apple-Tablets und Smartphones und so weiter sowieso im Online-Shopping unterwegs ist. Wir waren sehr dankbar bei der Online-Shop-Gestaltung, weil wir extrem hochwertiges Bildmaterial zur Verfügung gestellt bekommen haben. Also wir haben mit den besten Food-Fotografen Deutschlands hier gehabt für die entsprechenden Shootings und deswegen ist dieses Einkaufserlebnis, das uns sehr, sehr wichtig war, hervorragend gespielt worden in dem Online-Shop. Wir haben von einer großen Startseite, wo wir verschiedene Teaser haben, was sind aktuelle aktuelle Aktionen, was sind die aktuellen Sortimente, wir teasern die ersten Produkte an, wir gehen auf die Mehrwerte ein, das alleine schon alles auf der Startseite. Hier nochmal im Detail, also wir haben eben oben einen Artikel-Slider mit großen Mood-Fotos, wir haben die USPs entsprechend prominent platziert und einzelne Badges
wie Sie sie hier nochmal sehen können, in Gelb oder in Blau, direkt sagen, es ist neu im Sortiment, es ist the catch of the day, damit die Leute direkt auf einen Blick sehen, was ist jetzt eigentlich dieses Highlight an diesem jeweiligen Artikel. Wir gehen auf die deutsche Seeliefer-Kette grundsätzlich ein. Wir haben Videos implementiert, ganz tolle Imagefilme, die man auch so aufrufen kann, damit gar keine Frage von Anfang an offen bleibt. Also ist der Frischfisch, wie der Frischfische-Fisch und so. Wie wird er geliefert? Wann erhalte ich ihn? Von wem? Alles das decken wir über Videos ab. Und wir haben eben neben den Einzelprodukten haben wir Themenboxen. Gerade das ganze Thema Boxing ist sehr, sehen wir als großen Trend, als Marketinginstrument, aber auch als Vorauswahl für den Nutzer, dass wir eben Produktpakete erstellt haben, die auch technisch innerhalb von Shops, vom Shop-System nochmal realisiert werden mussten, damit Lagerbestände richtig abgezogen werden und so ein einheitliches Produkt entsteht. Wie nicht anders zu erwarten, haben wir bei dem Produkt Fisch ein sehr erklärungsbedürftiges Produkt. Was macht es eigentlich aus? Was bekomme ich geliefert? Also wir wollen dem Nutzer eben, wenn er bestellt und das Geld dafür bezahlt, möchten wir ihm auch ein sehr, sehr gutes Gefühl dabei geben, dass er die Ware nach Hause bekommt, die er sich vorstellt dafür. Und so sind wir auf einzelne Punkte eingegangen. Wir haben die große Produktpräsentation haben wir weiter durchgezogen bis auf die Artikel-Detailseite. Wir haben alles andere ausgeblendet. Diese tollen Produktfotos stehen im Mittelpunkt. Genauso die weiterführenden Informationen, was ist der Fisch, wo kommt er eigentlich her, in welchen Portionsgrößen kann man ihn an sich bestellen. Also es ist quasi nicht ein Stück, sondern wir sagen gleich, wie viel Gramm hat dieses Fischfilet, für wie viele Personen ist es geeignet, all solche Informationen stehen auf der Artikel-Detailseite. Genauso im unteren Bereich der Artikel-Detailseite unter den Produktinformationen haben wir Rezeptideen passend zum Produkt. Wir haben Zubereitungstipps, haben wir jeweils mit aufgenommen. Informationen, die auf der Unternehmenswebsite nochmal gesondert vorrätig sind, haben wir auch hier im Online-Shop integriert und schaffen so die Barriere zwischen Markenpräsentation der Unternehmenswebsite und dem eigentlichen transaktionsorientierten Online-Shop. Das ist auch ein sehr, sehr großer USP, dem wir gegangen sind. Der Checkout-Prozess in jedem Online-Shop ein K.O.-Kriterium haben wir auch hier entsprechend mobil gelöst. Wir haben hier auf ein Netshops eigenes Modul zurückgegriffen, ein One-Page-Checkout. Wir haben alles weitere ausgeblendet, keine Kategoriestruktur mehr zu sehen. Und hier haben wir eben den Checkout-Prozess in verschiedenen Ebenen, die sich jeweils aufsliden, wenn man die einzelnen Informationen eingegeben hat. Man findet dort alles vertrauensbildende Informationen, Eingabe von Gutscheincodes, also die Klassiker. Gibt man seine Daten halt entsprechend weiter ein, gelangt man irgendwann zur Auswahl der Lieferung. Und hier ganz wichtig ist, dass einerseits anhand der Postleitzahl des Nutzers bereits erkannt wird, zu welchem Liefergebiet gehört er eigentlich. Also aktuell haben wir diesen Shop mit Testmarken in Berlin, sind aber kurz davor, ihn deutschlandweit auszurollen. Und grundsätzlich hat der Nutzer die Möglichkeit zu entscheiden, hole ich meinen Fisch selber ab an der nächsten Niederlassung oder lasse ich ihn mir halt entsprechend nach Hause liefern. Und da bekommt er im Checkout-Prozess, wenn er sich dafür entscheidet, ihn nach Hause beliefern zu lassen, ähnlich wie wir es gewohnt sind bei Rewe Online oder anderen Lebensmittelshops, ein Lieferzeitfenster, das er auswählen kann, 14 bis 16 Uhr zum Beispiel, kann er anklicken und dann durchläuft er ganz normalen Checkout-Prozess. Normale Zahlarten haben wir eingebunden. Und so ist im Endeffekt das Einkaufserlebnis im Online-Shop, geht es ziemlich zielstrebig durch. So, und damit Sie sich auch vorstellen können, was passiert eigentlich, nachdem die Bestellung bei uns eingegangen ist, möchte ich Ihnen einmal den Ablauf zeigen, wie der Fisch quasi aus dem Meer bis zu Ihnen nach Hause kommt. Nachdem die Bestellung abgeschickt wurde durch den Kunden, geht die automatisch an unseren Einkauf rüber. Unser Einkauf probiert dann, diese Ware weltweit einzukaufen und sie in die Manufaktur zu liefern. Nachdem sie aus der Manufaktur geliefert wurde, geht sie in die Produktion über, wo zum Beispiel filetierte Portionen von Hand zubereitet werden, Feinkostsalate werden zubereitet, ganze Fische werden auf Frische nochmal gecheckt.
Und das Ganze passiert auch erst einen Tag, bevor die Ware an den Endkunden ausgeliefert wird. Sprich, es ist keine Lagerware, sondern es ist wirklich frische Ware, die eigentlich zu Qualitätsgründen und zur Weiterverarbeitung nochmal in die Manufaktur geschickt werden. Auch einen Tag vor Auslieferung erhält der Kunde von uns automatisch eine E-Mail, dass seine Ware nun produziert wird. Auch dadurch wollen wir diesen frischen Aspekt nochmal deutlich hervorheben und den Kunden auch nochmal an sein Lieferdatum und das Zeitfenster erinnern. Weil ganz häufig ist es so, dass der Kunde dies vergisst und es ist absolut notwendig, dass persönlich jemand die Ware entgegennimmt. Weil wir können keine zweite oder dritte Anfahrt letztendlich tätigen, weil die Ware innerhalb von einem, also am Liefertag oder am nächsten Werktag eigentlich verzehrt werden müsste. Nachdem die Ware dann fertig produziert wurde, geht sie in die Kommissionierung über. Die Kommissionierung erhält automatisch aus dem Online-Shop eine Zuordnung, an welche Niederlassung diese Ware geschickt wird, welcher Endkunde beliefert werden muss und ob die Ware TK tiefgekühlt ist, aus dem Tiefkühllager geholt werden muss, ob sie frisch zubereitet wurde und aus der Manufaktur direkt kommt und wird dann wirklich in einzelnen Mehrwegkisten fertig vorkonfektioniert, kommissioniert. Am Liefertag selber liefern wir mit unserer eigenen Kühllogistik. Wir setzen nicht auf DHL, DPD oder andere Logistiker. Wir liefern mit unserer eigenen Kühllogistik. Und so können wir auch eine durchgängige Kühlkette garantieren. Das Besondere, wir liefern nicht nur mit normalen Sprintern, sondern wir haben auch in Berlin gerade im Einsatz ein VW Elektroauto. In Hamburg und Berlin haben wir ein Elektrofahrrad. Und das ist eigentlich ziemlich besonders. Ich gehe nochmal kurz zurück, weil die Kühlkiste letztendlich auch mit Solarenergie betrieben wird. Und das E-Auto durch Elektroenergie. Und das ist eigentlich ziemlich nachhaltig und darauf sind wir ziemlich stolz. Und auch Passanten sprechen uns ganz häufig auf Straßen an, womit wir da eigentlich rumfahren. Am Tag selber der Auslieferung kriegt der Kunde noch einmal automatisch eine SMS zugesendet. In dieser SMS steht auch nochmal der Liefertag drin, heute und die genaue Uhrzeit. So kann der Kunde sich noch im Zweifel optimal auf die Anlieferung vorbereiten. Die SMS wird automatisch über eine Schnittstelle aus dem Shop-System herausgesendet. Und kurz vor der Anlieferung wird nochmal ein Anruf getätigt, nämlich von unserem Lieferfahrer, der auch nochmal seine Lieferung ankündigt. In Berlin kann es ja so sein, hey, Straßenverkehr, es ist ziemlich Stau, 2 Stunden Zeitfenster, ich warte hier 2 Stunden, das wollen wir dem Kunden ersparen. Wir informieren ihn circa 30 Minuten vor unserer Ankunft, dass wir gleich ankommen und er kann sich so optimal vorbereiten. Wir können im Zweifel aber auch nochmal eine alternative Adresse anfahren, wenn er sich nochmal bei der Arbeit befindet zum Beispiel, oder wir geben die Ware bei den Nachbarn ab. Und so sieht letztendlich die Übergabe aus. Das Besondere hierbei ist, der Kunde kriegt nicht wie bei anderen Lebensmittellieferservicen eine Styroporkiste mit ganz viel Trockeneis oder Eispads, sondern wir liefern mit unseren eigenen Kühlfahrzeugen. Wir haben eine Mehrwegkiste, wo Eis drauf ist und innen auf dieser Kiste liegt dann diese Frischhaltetüte, die zugeschweißt ist und dort befindet sich die Ware. Sprich, der Kunde muss nichts wegschmeißen. Genau, wenn Sie Fragen haben, sprechen Sie uns gerne nochmal an. Wir freuen uns. Dankeschön, Herr Sobczak. Herr Hensel, Herr Sobczak, Herr Altmaier. Was waren die wichtigsten Trust-Merkmale? Wie haben Sie das gelöst? Also was haben Sie aus Ihrer eigenen Erfahrung mehr oder weniger entwickeln müssen? Oder ist da interaktiv der Kunde eingebunden worden, sodass ich immer wieder so ein Gefühl von, pass mal auf, hol mich einfach mal ab, dass ich mich traue, jetzt auch zu bestellen, weil fähig ist tatsächlich, kann also tricky sein. Also wir haben auf jeden Fall ganz, ganz viele Hürden gehabt. Zum einerseits war das die Hürde, eigentlich kommt die deutsche See aus dem Großhandel, aus dem B2B-Geschäft. Sprich, wir haben ganz andere Konfektionsgrößen, die wir an den Kunden verkaufen. Wir haben nicht 10 Fische auf einmal, sondern wir haben nur noch einen Fisch. Wir haben nicht 100 Fischfilets, sondern wir haben nur noch 4 Fischfilets. Oder wir haben nicht mal 1 Kilo Salate, sondern 200 Gramm Feinkostsalate. Das war die erste Herausforderung, das sozusagen innerhalb des Unternehmens umzustrukturieren, auch solche kleinen Konfektionsgrößen anzubieten. Die andere Herausforderung war herauszufinden, wann möchte der Kunde überhaupt frischen Fisch essen. Da haben sich unsere Vermutungen bestätigt, dass es größtenteils zum Wochenende und an Feiertagen. Sprich, darauf haben wir unsere Liefertage ausgesetzt. Also der Kunde kann zwischen Donnerstag, Freitag und Samstag wählen. Und an Feiertagen versuchen wir, die Ware möglichst vor dem Feiertag noch auszuliefern, unsere Sonderliefertage auszugeben. Die weiteren Hürden waren natürlich, der Kunde muss verstehen, die Ware ist wirklich frisch und wie die Ware zu ihm ankommt. Und deswegen haben wir verschiedene Imagefilme gedreht und Erklärvideos, wo wir den Onlineshop letztendlich nochmal präsentieren und den Service dahinter. Und? Ein ganz wichtiger Punkt, der jetzt in Zukunft entsteht, ist, wie machen wir den Shop überhaupt bekannt?
Also letzten Endes, wir haben ja festgestellt, jeder mag gerne frischen Fisch kaufen. Wir glauben auch an dieses Modell, aber es weiß noch keiner. Also ganz konkret zu sagen, es ist total billig, Google AdWords dafür einzukaufen, für frischen Fisch online kaufen, bietet halt einfach keiner. Und deswegen haben wir ja ein Reichweiten-Thema. Also wie machen wir es bekannt, auch eine Verbindung in die Offline-Welt, mit diesen VW-Autos durch die Gegend zu fahren, einfach ganz viel Flagge zu zeigen, ganz viel zu sagen, hey, es gibt uns jetzt und uns ist durchaus bewusst, dass es noch nicht vergleichbar ist mit einem mit zig hunderttausend Bestellungen am Tag. Aber wir glauben einfach daran, dass es in der Zukunft noch kommen wird. Jetzt ist ja auch Fisch. Oh, wir sind durch. Ja, danke schön. Tut mir leid, dass ich so einen harten Cut ziehen muss, aber ich glaube, es sind noch ein paar Minuten da oder noch länger da heute am Tag. Also das heißt, Sie sind noch für Fragen offen, die wir hier selbst oder die Teilnehmer hier schon sich stellen können. Also ich fand das sehr innovativ, das Projekt. Wirklich sehr schön. Vielen Dank. Ich muss gleich zum nächsten Projekt übergehen. Vielen Dank.